Selbstakzeptanz ist der erste überhaupt Schritt, um sich selbst zu verstehen. Weil wenn wir uns nicht selbst annehmen und akzeptieren, ist es völlig unmöglich, den anderen wirklich zu realisieren, weil wir immer in die gleichen Kommunikationsfallen tappen. Schön, dass ihr da seid. Und wir werden heute über etwas sprechen. Tatsächlich geht es um das Thema, sich und andere besser zu verstehen. Weil davon bin ich überzeugt, dass sich und andere besser zu verstehen der wirkliche Schlüssel ist, um das Beste aus seinem Leben zu machen. Weil wer sich und andere besser versteht, der kann besser kommunizieren, der kann besser motivieren, der kann besser führen und das Beste aus seinem Potenzial machen. Deshalb sprechen wir heute über sich und andere besser zu verstehen. Aber zum Verstehen gehört auch das Wahrnehmen. Und ich sehe hier im Publikum so viele liebe Menschen. Manche kenne ich seit vielen Jahren, andere habe ich gerade erst wahrgenommen und sind auch so Typen dabei. So Typen, die sind in jedem Saal, auch nach Corona. Sie sterben nicht aus. Es ist zum Beispiel hier vorne der Notizen-Norbert. Hier ist jemand, der macht sich die ganze Zeit Notizen. Das ist super. Danke, darf ich dich Norbert nennen, sonst kann ich es mir nicht merken. Hallo Norbert. Ja, deshalb habe ich aufgehört, therapeutisch zu arbeiten. Ich kam mit den Namen nicht so zurecht. Das hat Leute irritiert. Aber ich danke dir, dass du mitschreibst, weil das tut mir als Redner echt gut. Das streichelt so mein Speaker-Ego. Jetzt schreib schon. Und ich habe das letztens erlebt, an den ersten paar Vorträgen nach Corona. Da saß an einem Publikum ganz am Handy am Rumdaddeln. Und sagte, gib sie mal das Handy, und sagte, nee, ich mache Notizen. Ach, ich dachte, Nobby 2.0 ist jetzt da. Und so gibt's unterschiedliche Typen. Da hinten sieht man auch einen anderen, das ist auch so. Übrigens, jetzt nochmal schon gendergerecht, haben wir im Management gesagt, gendergerecht kommunizieren. Es gibt natürlich auch die Mitschreib-Melli, ne? Also muss man natürlich auch sagen. Und da hinten ist so der Mitschleif-Michel. Das sieht man, das ist jemand, der heute hier ist, weil er so mitgeschliffen wurde. Die Frau hat gesagt, komm, da gehen wir jetzt mal hin. Und dann, nee, sie sagt, doch. Und dann dachte er, vielleicht geht dann später noch was. Und dann ist er halt hier mitgekommen. Michael, ich drück dir die Daumen, ja, dass du nicht neben einer Lass-mal-Lisa sitzt und wir gemeinsam hier diesen Abend noch ein bisschen genießen. Ist so schön, dass ihr da seid. Ihr seid so gut drauf. Habt ihr schon Tabletten bekommen, hat man den Eindruck. Es ist gut so. Aber wir sind ja hier, um über etwas zu sprechen, was mir wirklich am Herzen liegt, weil ich glaube, wenn wir in unserer Gesellschaft eine andere Einstellung dazu hätten, sich und andere besser zu verstehen, gäbe es deutlich weniger Konflikte, es gäbe ein schöneres Miteinander. Aber bei dieser Welt des Sich-Verstehens oder des Verständnisses muss eine Geheimzutat dazu. Und diese Geheimzutat, normalerweise verrät man die am Ende eines Vortrags, verrate ich euch sofort. Weil wenn man... Wir haben nicht so viel Zeit. Wenn man diese Geheimzutat nicht einbaut, dann wird man nämlich zu so einem typischen so Verständnis, so ein Sozialwissenschaftler, verstehe schon, dann schwimmt man in dieser Verständnissoße, ne? Und das bringt nicht viel. So, hier die Frauenversteher unter uns, die kennen das, ne? Man ist als Frauenversteher total sympathisch, man kommt aber nicht ans Ziel. Und das ist auch in anderen Bereichen so, die weniger amüsant sind. Wir kennen die alle in Unternehmen, das ist so die Kummerkasten-Conny, zu der dann jeder kommt und sich das Herz ausschüttet. Aber das Traurige für die Conny ist, wenn es ihr nicht gut geht, ist keiner für sie da. Und bevor wir gleich auf das Thema einsteigen, sich und andere besser verstehen, möchte ich etwas verraten, was man noch braucht, damit Verständnis nicht so ein Sozialspiel wird. Nennen, man muss einfach für sich wissen, was man will. Und wenn man wirklich weiß, was man will, entstehen magische Effekte. Und es ist eigentlich gar nicht so vorbereitet, aber ich will das mit euch teilen, weil das in den letzten Tagen und Wochen und Monaten mich so begleitet hat. Und es ist so eine ganz persönliche Geschichte, die ich vorher so noch nie live erzählt habe. Weil ihr habt es mitbekommen, vor so ein paar Monaten, also es ist jetzt länger her, im März gab es ja den Lockdown. Und ich habe einen 12-jährigen Sohn und plötzlich war der ganze Zeit zu Hause und musste Homeschooling machen. Und ich habe versucht, mein Unternehmen, meine Vorträge und sonst was alles zu retten. Und dann war die Möglichkeit, ja, wie kriege ich den betreut? Und dann war eine Idee, das war seine Idee, geile Ballerspiele online. Welcome to Fortnite. Und er hat aber einen blöden Papa und ich habe dann gesagt, nee, Leonard, so heißt es, das machen wir nicht.
Und dann musste er halt kreativ werden. Und dann hat er sich so überlegt und hat so angefangen, so kleine Zaubertricks zu machen. Und nach ein paar Wochen und Monaten, als er die ersten 2, 3 Tricks konnte, kurz vorm Einschlafen hat er mir so erzählt, Papa, ich habe überlegt, in den nächsten 1, 2 Jahren will ich mit diesen Zaubertricks im Fernsehen auftreten. Leonard, du kannst nur 2, 3 Tricks, damit willst du ins Fernsehen. Er sagt, ja, so anspruchsvoll ist es nicht, du bist da ja auch. Und und dann ist er eingeschlafen, fast, und hat dann noch erzählt, ja, wie er sich das vorstellt, die Kameras, das Licht und so. Und ich habe gesagt, ey, träum weiter. Und er sagt, ja, ich träum weiter. Und hat sich da so richtig reingesteigert. Und jetzt kommen wir zu einer wahren Geschichte, das ist notariell beglaubigt. 1, 2 Tage später kommt er zu mir und sagt, Papa, ich habe was im Internet gefunden. Die Ehrlich Brothers suchen für eine RTL-Show Kinder im Alter von 10 bis 14. Und er hat sich dann da beworben. Haben sich rund 1000 Kinder beworben, ein Dutzend haben sie genommen und er war dabei. Und er ist ganz nett gemacht, hat einen Preis bekommen und sonst auf dem Rückweg davon, aber jetzt geht der Wahnsinn weiter, sitzt er mit mir im Auto und sagt, Papa, das mit Fernsehen war cool, aber ich habe mehr so Bock auf Live-Publikum. Ich habe zu ihm gesagt, okay, Tante Gertrud hat bald Goldhochzeit vielleicht. Sagt er, nee, nee, mehr so richtig vom Menschen, so in der Halle, so wie Lanxess. Ich sagte, da bin ich selbst noch nicht aufgetreten. Ja, du kannst ja auch keine 3 Tricks. Und dann hat es sich wieder ergeben und wer letzten Sonntag Fernsehen geguckt hat, 7:45 bei RTL gab es die Show Die neue Fabrik der Träume. Da waren bei Mozzi Mabuse, Jorge González, Judith Rakers und so einen kleinen 12-Jährigen, der so einen Zaubertrick, einen Kartentrick vorgeführt hat. Und dieser kleine Junge bekam dann von Andreas Ehrlich ein Geschenk und es war vorher nichts mit der Produktion abgesprochen. Und dann sagte Andreas Ehrlich zu Leonard, meinem Sohn, hey, übrigens, wir haben ein Geschenk, das kann man nirgendwo kaufen. Du gehst mit uns, wenn du willst, bei einem Termin mit auf Tour und spielst in einer Halle deiner Wahl. Und dann ging er raus und sagte zu mir, siehste Papa, längst es. Und warum erzähle ich das? Warum erzähle ich das? Weil uns fehlt alle manchmal dieses Kindliche, dieses geht schon, natürlich. Warum nicht längst es? Ich bin froh, dass er nicht Olympiastadion gesagt hat. Und ich will ihm nicht verbieten zu träumen, aber das macht schon einem Angst. Und jetzt möchte ich dann was anschließen, was wir häufig bei solchen Abenden hören, solche Sätze wie, ja, ganz wichtig zu träumen, Wünsche Wirklichkeit werden lassen, mach dein Ding. Bei diesem Ausspruch, mach dein Ding, und ich erzähle das nur deshalb, weil wir gleich auch zu verstehen kommen, was ganz eng ist, miteinander hängt, überhören manche ein Wort, nämlich mach. Ganz häufig geht es darum, dass dein Ding, mit meinem Ding mich zu beschäftigen, mag ich, ne, und so. Aber das Machen, das richtige Machen führt zum Erfolg. Wenn ihr gesehen hättet, wie dieser kleine Junge über Wochen selbstmotiviert wirklich Kartentricks geübt und gemacht hat und sich darum gekümmert hat und Performance trainiert, das war völliger Irrsinn. Aber es ist das Machen, was den Unterschied ausmacht. Und das ist auch etwas, was wir häufig nicht sehen. Wir wollen die Geschichte hören von Wünsche werden Wirklichkeit, dass da aber eine harte Portion Arbeit zugehört. Das wird gerne weggeschoben. Das Gleiche ist auch beim Thema sich und andere verstehen. Hey, ich brauchte nur 9 Minuten Intro. Läuft. Bei sich und andere zu verstehen, ist... Kat, ich komme nochmal rein. Ein Thema sich und andere verstehen, erlebe ich auch immer, wenn ich das in Unternehmen erzähle. Sagen, ja, super, sagen Führungskräfte, das finde ich toll. Ich will meine Mitarbeiter verstehen. Dann sagen andere, ich will meine Frau verstehen. Es geht immer nur darum, den anderen zu verstehen. Wen wir aber nie verstehen wollen, ist uns selbst. Diese Aufgabe, sich mit uns selbst zu beschäftigen, macht vielen von uns Angst. Es ist aber die Grundlage, um tatsächlich Menschen verstehen zu können. Weil wenn wir uns nicht selbst verstanden haben, entstehen in ganz vielen Situationen kommunikative Missverständnisse, weil wir nicht realisieren, dass wir Stellvertreterkriege in der Kommunikation führen. Da regt sich jemand über seine Chefin auf und realisiert gar nicht, dass er gerade mit seiner Mutter streitet, unbewusst. Da regt sich jemand über den Partner auf und realisiert nicht, dass er über einen Ex-Partner, der eine unverarbeitete Erfahrung ist, gerade streitet. Und es gibt ganz viele Bereiche, dass es so wichtig ist, hinzugucken, was, wie ticke ich, was ist bei mir los, welche Leichen gibt es bei mir, also bildlich hoffentlich, welche Leichen gibt es bei mir im Keller?
Und wir haben da alle etwas, was wir in der Psychologie nennen, den blinden Fleck. Wir sehen unsere eigenen Probleme nicht. Wir sehen unsere eigenen Schattenkinder nicht, weil wir immer nur rausgucken. Leonard hat mir das vor einigen Wochen mit einem Zaubertrick gezeigt. Da hat er direkt vor meinen Augen mit so kleinen Schwammbällen gezaubert. Direkt vor meinen Augen, tschuk, pschuk, waren die weg. Und dann wieder in den nächsten, waren weg. Und dann, Papa, guck mal hinter dir. Und dann lagen die da alle. Weil in dem Moment, wo seine Hand aus meinem Gesichtsfeld ging, hat der Gangster die über meinen Kopf weggeworfen. Ich hatte keine Chance, das zu sehen. Übrigens, der Gangster sitzt da oben irgendwo. Mal einen Applaus für den Mann. Und wie komme ich jetzt diesem blinden Fleck auf die Spur? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Das eine ist, was wir gerne noch machen, ist so Introspektion, sich mit sich selbst beschäftigen, so Fragen formulieren. Das geht. Das kann helfen, hilft auf Dauer nicht. Ich habe eine weitere Technik mitgebracht, um sich selbst besser zu verstehen. Das ist die Man-in-the-Mirror-Technik. Nein, Man-in-the-Mirror-Method. So, besser. Und die Aufgabe steht wirklich darin, und jetzt wird es für viele von uns erschütternd, sich komplett auszuziehen, das Licht anzulassen. Nicht jetzt, halt, warte. Sondern daheim im Schlafzimmer vom Spiegel und den Anblick zu ertragen. Und das ist für viele echt belastend. Das, was man da sieht, muss man aushalten. Das, was man da sieht, ist wie eine Beziehung zu einem pubertierenden Kind. Man muss es aushalten, es hat aber Liebe verdient. Und in dem Moment, wo es mir gelingt, das auszuhalten, ist es der erste Schritt zur Selbstakzeptanz. Mach das mal morgen und sag, hey, ich finde dich liebenswert. Und ich sage, der ein oder andere, der kriegt gerade Ekel. Andere kriegen gerade ganz viel tiefe Emotionen, das ist schön. Ich weiß nicht, an welche Bilder du dich gerade erinnerst, als du letztes Mal nackt vorm Spiegel standest, aber es ist ganz entscheidend, sich klar zu machen, sich darauf einzulassen. Weil Selbstakzeptanz ist der erste überhaupt Schritt, um sich selbst zu verstehen. Weil wenn wir uns nicht selbst annehmen und akzeptieren, ist es völlig unmöglich, den anderen wirklich zu realisieren, weil wir immer in die gleichen Kommunikationsfallen tappen. Und meine ganz klare Empfehlung, es ist kein Werbeding, ich habe keine Couch mehr, ich bin mittlerweile mit dem Barhocker unterwegs. Such dir jemand von außen, also einen Dritten, weil blinde Flecken können wir selber nicht auftun und Verhaltensmuster nicht durchbrechen. Für so etwas brauchst du eine Perspektive von außen, ein Dritter. Und ich weiß, worüber ich spreche. Ich war selber aus verschiedensten Gründen in letzter Zeit in diagnostischen Situationen, wo Leute mit mir gearbeitet haben, mich durchgecheckt haben und ich habe Dinge über mich erfahren, die ich selbst als Psychologe nicht wusste. Ich bin rhapsodisch. Weißt du, was das ist? Rhapsodisch ist krankhaft optimistisch. Jetzt denkt man, oh, das ist ja toll. Frag mal meine Frau, ich bin voll nervig, habe ich erfahren. Weil dieses ewige Alles-Denken, ja, wird schon wieder, kann absolut anstrengend sein. Und ich war immer stolz darauf, dass ich ein Machertyp bin, dass ich immer Probleme angreife und angehe. Jetzt habe ich erfahren, wer viel macht, macht andere ohnmächtig. Nimm mal den Satz mit, wenn du in deiner Partnerschaft gerade das Gefühl hast, dass neben dir jemand vielleicht eine depressive Episode abrutscht, und du selber denkst, aber ich mach doch alles. Vielleicht ist das genau der Grund, der dazu führt. Wer viel macht, macht andere ohnmächtig. Weil du ihnen das Gefühl gibst, ich kann ja gar nichts schaffen. Und das hätte ich mir selber nie, ich wäre da nicht drauf gekommen. Das musste jemand von außen sagen. Das musste jemand drauf gucken. Deshalb meine Einladung, um dich und andere besser verstehen zu können, hab den Mut, dorthin zu gucken, wer du bist. Und lass dir auch was sagen. Dann klappt es mit der Kommunikation deutlich besser. Verabschieden, oh Gott, möchte ich mit einem meiner klassischen Psycho-Hacks. Ihr sollt ja was für zu Hause mitnehmen. Nicht nur der Nobby, der hier fleißig mitschreibt. Und nicht nur der Michel, der gleich denkt, jo, gleich geht's. Und so. Sondern für alle, die besser sich verstehen wollen in der Partnerschaft. Weil es gibt immer wieder so Gesprächssituationen, wo man darüber diskutiert, wo fahren wir in Urlaub hin, Berge oder Meer oder andere Themen, wo es so Debatten gibt. Und wenn man debattiert, neigt es dazu, dass es explodiert.
Und ich möchte euch eine Technik mitbringen für die nächste Debatte, die ihr ansteht, wo ihr etwas ausdiskutieren wollt. Trefft euch in einer entspannten Atmosphäre. Und bevor das Gespräch beginnt, nutzt ihr den Psycho-Hack, die stille Hand. Die stille Hand ist tatsächlich eine Methode, die funktioniert. Sie klingt völlig eigenartig, aber sie funktioniert. Man sitzt sich gegenüber und legt seine Hand in den Herzbereich des Gegenübers. Jetzt denkt sich Michael, Junge, das wird noch ein schöner Abend. Legt die Hand in den Herzbereich des Gegenübers, schaut sich tief in die Augen und Anfänger verbleiben dann eine Minute schweigend, Erfahrene 3 und Profis 5. Und in diesen Momenten des Nicht-Miteinander-Kommunizieren, sondern sich nur wertschätzend, wohlwollend, so hoffe ich, in die Augen zu blicken und das auszuhalten, führt dazu, dass meistens danach man nach einer gemeinsamen guten Lösung sucht und nicht der andere mehr versucht, sein Ego durchzudrücken. Das heißt, diese stille Hand, diese Technik, ich verrate es euch im Nachhinein, ich wollte es vorher nicht sagen, kommt aus der Welt des Tantras. Es ist tatsächlich eine Tantra-Technik, um sich und sein Nervensystem zu Beginn einer Begegnung zu beruhigen. Deshalb würde ich auch gerne die Technik die Tantra-Tatze nennen, aber das löst die falschen Bilder aus. Aber hoffentlich nehmt ihr Bilder mit. Aber diesen Moment, in die Ruhe zu kommen und dann in Ruhe in Kommunikation zu treten, führt zu viel besseren Ergebnissen. Weil die große Herausforderung bei Kommunikation ist es immer, das habt ihr heute Abend vielleicht schon gehört, dass es ego-getrieben ist. Was bedeutet, wenn Kommunikation ego-getrieben ist? Das erkennt man daran, an zwei Punkten. Entweder will man Recht behalten oder aber nicht sein Gesicht verlieren. Solange das im Mittelpunkt der Kommunikation steht, wird es nicht zu dem Wachstum, zu dem Potenzial führen, das einem hilft, wirklich der zu sein, der man sein kann. Sich und andere besser verstehen, das würde für eine ganze Vortragsreihe reichen. Ich wollte nur den ersten einen Impuls mitgeben. Hab den Mut, auf der einen Seite so ein bisschen an dich und deine Wünsche zu glauben und auf der anderen Seite wirklich auch nicht nur in Begegnung mit anderen zu gehen, sondern diesen Tag heute noch zu nutzen und spätestens morgen dir selbst wieder zu begegnen, um dann besser auf den Nächsten zuzugehen. Ich sag danke an den Michel, der da war, der sich hat mitschleppen lassen, den Notizen Norbert und Schütz sagt euer Psychopapa. Schönen Abend noch. Dankeschön, Köln!